Lasst euch nicht von der Welt ködern. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Denn ihre Wege führen nur zu Gotteslästerung und Sünde. 25. November 2005. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Timothy stellte diese Frage für mehrere Familienangehörige. Herr, dürfen wir unseren Lieben immer noch Geschenke geben, solange es nicht am 25. Dezember geschieht und wir es nicht Weihnachten nennen? Das sagt der Herr von Himmel und Erde. Sollt ihr Kinder des Ungehorsams weiterhin meinen Namen lästern, den Namen, welchen ich meinem Sohn gegeben habe? Wie der Herr befiehlt, lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Gehorcht oder gehorcht nicht. Geliebte, macht nur, was ich euch befohlen habe und folgt ihm, den ich euch gesendet habe. In diesen sündigen Dingen, welche alle zusammen dem Herrn ein Greuel sind, habt keinen Anteil daran, noch ersetzt meine Gebote mit diesen verwässerten Geboten der Menschen. Hört auf, von diesen verschmutzten Quellen zu trinken, denn ich hasse all deren schmutzigen Traditionen. Ich verabscheue deren Anblick, diese sind korrupt, böse Werke und Ehebrüche, Hurerei überliefert von euren Vorvätern, Götzendienst von jeglicher Art, sagt der Herr, euer Gott. Das sagt der Herr zu all jenen, die wirklich danach streben, verwandelt zu sein in ihren Herzen, welche nach meinem Namen und meiner Herrlichkeit suchen, welche den Namen meines Sohnes anrufen. Kennt ihr mich wirklich? Und falls ihr euch danach sehnt, mich zu kennen, wie ich wirklich bin, dann lasst diese Welt hinter euch und verlasst ihre bösen Wege. Kommt raus aus ihnen und seid abgesondert. Nehmt an nichts teil, was unrein ist, und ich werde euch erretten. Geliebte, versucht nicht, euch darüber hinwegzusetzen, indem ihr sagt, ich mache diese Dinge mit einem reinen Herzen. Der Herr wird es schon verstehen, denn ich mache diese Dinge aus Liebe. Ja, alle Dinge in Liebe geboren sind gut und dem Herrn durchaus angenehm, denn ich kenne eure Herzen, Geliebte, auch eure Absichten. Doch diese, welche mich lieben, müssen meinen Geboten und Befehlen gehorchen und meinem Geist Beachtung schenken, denn beide sind in Übereinstimmung. Es steht geschrieben, Gott ist Liebe. Und wenn ich Liebe bin, dann gehorcht mir, so wie ich euch geliebt habe. Erinnert euch an meine Anordnungen und gehorcht meinen Geboten. Offenbart jedem Außenstehenden, dass ich tatsächlich eure erste Liebe bin und ich allein verdiene eure Anbetung. Deshalb schenkt eure Liebe und Aufmerksamkeit nicht mehr den Dingen dieser Welt, denn diese vergehen. Noch sollt ihr jemanden mehr lieben wie mich. Oder habt ihr diese Schrift vergessen? Wer seinen Vater oder seine Mutter, seine Schwester oder seinen Bruder oder seine Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig? Sagt euer Erlöser, Gott im Fleisch, er, der gestorben ist, damit ihr leben werdet. Darum ehrt ihn, welcher alles für euch aufgegeben hat, sogar bis in den Tod, indem ihr alles aus eurem Leben opfert, was nicht von ihm ist. Kreuzigt euer Leben ihm zuliebe, denn dies wird euch in größeres Verstehen führen, was Erlösung wirklich ist. Das Wissen und das Akzeptieren der Wahrheit, welche absolut ist, für immer stehend auf einem Hügel, hell und scheinend, unverrückbar, unumstößlich, geschrieben auf dem ewig bestehenden Stein, welcher das Haupt und der Eckstein ist. Der Berg, welcher die ganze Erde füllt,
für immer und ewig. Amen. So denn, meine geliebten Kleingläubigen, opfert alles, was von dieser Welt ist, nehmt an nichts teil, was meinen Namen entehrt, macht es zum Opfer der Enthaltsamkeit für all das, was ihr in den vergangenen Jahren getan habt und seid vollends abgeschieden. Bleibt rein für diese 31 Tage, welche auf euren letzten Kalendermonat fallen, und lasst diese, welche meinen Namen entweihen, ihre Hurereien zur Schau stellen, Einbildungen und Sünde, sinnlose zur Schaustellung, bis die Zerstörung kommt. Und lasst jene, welche zu mir gehören, in Sack und Asche gehüllt sein, eine Wehklage vorbringen für all diese, welche in ihren Sünden schwelgen und Entweihung lieben, welche zu Söhnen und Töchtern Satans geworden sind, indem sie in Ignoranz bleiben. Bittere, bittere Ignoranz. Geliebte, gebt nicht ein einziges Geschenk. Besser teilt ihr das, was euch gegeben wurde, in meinem Namen. Denn ich bin die einzige Wahrheit, der einzige Weg, das einzige Geschenk und die einzige Erlösung. Freigegeben, durch Gnade akzeptiert, im Vertrauen, glaubend, dass ich bin, wer ich bin. Denn ich bin das einzig wahre Geschenk, für alle Menschen gegeben, er, durch welchen alle ewiges Leben erlangen können. Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, dies ist das Wort des Herrn, gesprochen zu dieser Generation. Wenn diese Worte Ihnen auch einen Dienst erweisen, teilen Sie diese Briefe mit allen Menschen. Die Zeit ist kurz. Helfen Sie mit, diese letzte Trompete Gottes zu blasen. Danke Ihnen und möge Gott Sie auf allen Wegen segnen. In Jesus Christus, Yahushua HaMashiach, ist unsere Erlösung.